Hallo da draußen, ja und herzlich willkommen zum neuesten Regalvideo und zwar mit dem 1, 2, 3, 4, 5. Brett, Regalbrett aus diesem Regal. So, jetzt habe ich den Faden wieder, genau. Wir machen jetzt weiter und beginnen dann mit Du oder das ganze Leben von Simone Ekeles. Ich mache gleich weiter, denn ich habe die Reihe noch nicht gelesen. Du oder der Rest der Welt. Du oder die große Liebe. Viele von euch haben gesagt, oh, das ist so toll, so schön. Und ich musste dann natürlich die Bücher auch haben, habe sie aber natürlich bis jetzt noch nicht gelesen. Also der Kaufrausch hat sie mir auferzwungen, sozusagen. Dann Auserkoren von Carol Lynch Williams. Ein Buch über ein junges Mädchen, das in einer Sekte lebt und ja aus diesem Leben ausbrechen möchte. Sehr schön, sehr aufschlussreich und auch Bücher spielen in diesem Buch eine Rolle. Dann Totenmädchen, die Geschichte von einem jungen Mädchen, das eigentlich tot war und allerdings doch nicht und dann ihre Geschichte erzählt. Also sehr, sehr schön. Dann ist hier drin, warum auch immer, und ich glaube, ich habe das Buch extra hier noch drin stehen lassen, damit ihr das seht, dass das nicht rausfällt. Und zwar Frankenstein von Mary Shelley. Das gehört allerdings in mein Klassikregal. Und das ist mir, glaube ich, letztes Mal schon aufgefallen, dass es hier nichts zu suchen hatte. Ich habe es aber extra hier noch gelassen, weil, damit ihr es jetzt seht, ich nehme es aber jetzt raus aus dem Regal, werde es dann in das Klassikregal umräumen. Aber ich wollte euch das Buch natürlich nicht vorenthalten. Dann I Kissed a Zombie and I Liked It von Adam Salzer. Leichte, seichte Unterhaltung, war jetzt aber kein Hitbuch. Dann das Buch der verlorenen Dinge von John Connolly, habe ich noch nicht gelesen. Dann Per Anhalter durch die Galaxie. Das Restaurant am anderen Ende des Universums. Das Leben, das Universum und der ganze Rest. Macht's gut und danke für den Fisch. Einmal Rupert und zurück. Ja, das ist die Per Anhalter durch die Galaxis-Reihe von Douglas Adams. Ich habe sie gelesen, ich liebe sie. Und ja, die Antwort auf alles ist immer 42. Ein unheimlich tolles Buch und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, die Reihe. Muss man allerdings mögen, sowas. Dann Die Flüsse von London von Ben Aronovich. Habe ich noch nicht gelesen. Definitiv ein Coverkauf. Dann Night Shifted, Medizin um Mitternacht und Night Shifted, Visite bei Vollmond. Tolle Bücher, gefallen mir, ich bin gespannt auf mehr. Dann haben wir hier noch Young Sherlock Holmes 1, Der Tod liegt in der Luft. Der zweite Teil liegt noch auf meinem Zu-Lesen-Stapel. Und Unearthly, Dunkle Flammen von Cynthia Hand hat mir sehr gut gefallen. Da ist der zweite Band auch schon heraus. So, dann machen wir jetzt gleich weiter, wie schon gesagt, mit dem letzten Regalbrett, weil hier unten sind nur meine Bücher, ja, und noch meine Van Gogh Bildband, Bon Jovi Alben. Also hier verpasst ihr nichts, aber hier kann ich euch nun was zeigen, und zwar einmal, der Himmel ist blau, ups, ja, das sind jetzt alles Taschenbücher, der Himmel ist blau, die Erde ist weiß von Hiromi Kawakami. Mein erstes Buch von einer japanischen Autorin, ich glaube, das ist eine Autorin, unheimlich schön, unheimlich toll, kann ich nur empfehlen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann, Dieter Nur gibt es intelligentes Leben, das sind jetzt hier so ein paar Bücher, zu denen muss ich eigentlich nicht viel sagen, Dieter Nur, einer meiner Lieblingskabarettisten, wirklich toll. Dann genauso wie Eckart von Hirschhausen, Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, auch sehr schön. Dann von Rocco Schamoni, Dorfpunks. Rocco Schamoni erzählt so ein bisschen Episoden aus seiner Jugend. Dann Mach mir mal eine Nudelsuppe, bevor ich dich besudelpuppe von Caroline Cornelli und Markus Kafka. Ja, ich mag Markus Kafka und wollte das deswegen auch lesen. Hier ist nochmal Markus Kafka, haben wir wieder was gelernt. Den Spruch kennt wohl jeder aus der MTV-Generation mit Markus Kafka. Das sind seine Kolumnen gesammelt, genauso wie hier.
elektrische Zahnbürsten. Genauso ist es jetzt mit meinen Sarah Kuttner Büchern. Und zwar das oblatendünne Eis des halben Zweidrittelwissens und die anstrengende Daueranwesenheit der Gegenwart. Ja, das sind alles so Sachbücher mit so Kolumnen zu gewissen Themen, die mir gefallen. Ich habe natürlich auch Sarah Kuttners Buch Mängelexemplar, aber das steht woanders, das werdet ihr noch sehen. Das kommt noch, aber ich finde, das hat hier nicht so dazu gepasst, obwohl es ja zur Autorin dazu gepasst hätte. Aber naja, egal. Meine Logik eben beim Einsortieren. Dann ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, und zwar Herr Lehmann. Das habe ich geschenkt bekommen. Das hier habe ich mir ertauscht. Die Frauen von London habe ich allerdings auch noch nicht gelesen. Hier Elisabeth die Erste, ein wirklich, wirklich dicker Schinken. Ist so eine Mischung aus Roman und Tatsachen über das Leben der Elisabeth. Sehr, sehr gut. Dann Eat, Pray, Love, da hat mir damals der Film so gut gefallen. Ich wollte das Buch haben, aber habe es irgendwie seitdem nicht gelesen. Wahrscheinlich auch, weil es die Filmausgabe ist, keine Ahnung. Genauso das Amulett der Wölfin habe ich auch noch nicht gelesen. Dann Liebesbriefe großer Männer. Das habe ich natürlich gelesen. Unheimlich schöne Liebesbriefe dabei. Wirklich ein Muss für jemanden, der das mag. Dann ein Buch, das habe ich letztes Jahr, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Zwei halbe Leben von Rebecca Stefan. Habe schon unheimlich schöne Rezensionen dazu gehört. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Genauso wie Die Stadt der Blinden von José Saramago. Und Alles, was wir geben mussten von Kazuo Ishiguro. Das wird oder ist verfilmt worden mit Keira Knightley. Ich wollte eben, bevor ich das sehe, das Buch lesen. Das hatte ich allerdings schon gesehen, aber den Film noch nicht. Wasser für die Elefanten, das habe ich gelesen. Film noch nicht gesehen, so jetzt richtig. Genauso wie In meinen Himmel von Alice Siebold. Da möchte ich aber mit Absicht den Film nicht sehen, weil der dem Buch definitiv nicht gerecht werden soll, was ich schon alles gehört habe. Dann ein englisches Buch, Winter Bones von Daniel Woodrell. Ich würde mal sagen, es ist kein leichtes Buch, eine harte Geschichte dahinter, ist allerdings auch verfilmt worden. Dann Das geheime Leben der Bücher, für jeden Bibliophilen ein Muss, ein unheimlich schönes Buch. Dann Nicolas Barrault, Du findest mich am Ende der Welt, habe ich noch nicht gelesen. Genauso wenig wie Gaumenkitzel und Kleine Schweinereien von Anthony Bourdain. Allerdings habe ich das schon gelesen, und zwar Ein Küchenchef reist um die Welt von Anthony Bourdain. Also wirklich, wie ihr seht, habe ich noch sehr viele schöne Bücher vor mir zum Lesen. Und damit bin ich jetzt wieder mit einem Regal fertig. Ihr habt das jetzt in drei Videos gestückelt bekommen. Das nächste, was ihr noch sehen werdet, wäre dann noch dieses Regal. Ja, und in dem ist leider nicht, Gott sei Dank, nicht mehr so viel drin. Also wir haben noch eine Menge vor uns. Freut euch auf die nächsten Regalvideos. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!